Die Preisbremsen für Gas, Strom und Fernwärme kommen. Das haben wir heute mit den Ländern beschlossen. Das ist eine wichtige Nachricht für alle Bürgerinnen und Bürger, Handwerksbetriebe und Industrie. Wir lassen niemanden mit den hohen Energiepreisen allein. Tja Leute, es gibt jetzt eine Strompreisbremse bei 40 Cent je Kilowattstunde und eine Gaspreisbremse bei 12 Cent je Kilowattstunde. Und alle so, yes Sir, die Regierung hat wieder geregelt. Danke Ampel. Anscheinend haben sie die Preise vom letzten Jahr vergessen. Die privaten Haushalte in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2021 im Durchschnitt 32,62 Cent je Kilowattstunde Strom gezahlt. Erdgas hat im Durchschnitt 6,41 Cent je Kilowattstunde gekostet. Für die Unternehmen in Deutschland, die wegen den steigenden Energiekosten kurz vor einer Insolvenz stehen, die gehen dann eben nur halb bankrott wegen dieser Gaspreisbremse und wegen dieser Strompreisbremse, oder? Und für uns Bürger heißt es daneben, wir müssen den Gürtel noch enger schnallen. Und besser als dieser Typ könnte ich es eigentlich nicht ausdrücken. Herr Scholz, regeln Sie. Energiepauschale. Döner, 8 Euro. 8 Euro Döner. 7,0. 8 Euro für einen Döner. 8 Euro Döner. Ich zahle 8 Euro für einen Döner. Rede mit Putin, ich will 4 Euro für einen Döner zahlen, bitte.